Hallo, heute lasse ich Sie an meinem neuesten Projekt teilhaben. Wie spritze ich einen Gartenzaun mit dem Wagner Flexio Sprühsystem? Viel Spaß dabei! Jetzt stelle ich Ihnen am besten mal das Projekt vor, um das es überhaupt geht. Dies ist der Gartenzaun, den ich mit frischem Holzschutzmittel spritzen will. Die Stützen werde ich schwarz streichen, damit sie sich besser von dem Zaun abheben, aber dennoch gut dazu passen. Die Vorarbeiten, also das Schleifen und Abkleben, sind da genauso wichtig und noch zeitintensiver als das Spritzen. Was habe ich gekauft, um den Zaun spritzen zu können? Natürlich entsprechenden Holzschutzlack. Mal sehen, wie der sich mit dem Wagner Sprühsystem verträgt. Für die Stützen von der Firma Hämmerit Metallschutzfarbe in Schwarz. Um die Stützen abzukleben, natürlich Malerkrepp und entsprechende Pinsel. Um den Bereich unterhalb des Zaunes vor Sprühnebel zu schützen, habe ich mir noch Vlies besorgt. Das sind 10 Meter. Ich denke, die sollten ausreichen. Schauen wir mal. Vor ein paar Wochen habe ich die Holzvertäfelung in unserem Flur mit dem Wagner Sprühsystem W590 Flexio gesprüht. Das war eine sehr spannende Aktion, denn Sie können sich ja vorstellen, welche Nacharbeiten erforderlich sind, wenn es in die Hose geht. Aber es hat prima geklappt. Ich habe dazu ein Video gemacht und ich denke, ich konnte dem einen oder anderen die Kaufentscheidung für das Wagner Sprühsystem erleichtern. Mein neuestes Projekt ist das Sprühen unseres Gartenzauns. Aber dazu kommen wir später. Ich möchte Ihnen als erstes nochmal das Wagner Flexio Sprühsystem im Detail vorstellen. Das Sprühsystem Flexio hat seinen Namen daher, weil im Lieferumfang zwei Sprühaufsätze vorhanden sind. Das ist zum einen dieser Sprühaufsatz hier, den ich schon für die Holzpaneelen in unserem Flur verwendet habe. Dieser Sprühaufsatz ist mehr für dickflüssigere Farben gedacht, also für Dispersionsfarbe, Wandfarbe und dergleichen. Für meinen Zaun benutze ich aber den anderen Sprühaufsatz, der für Lacke, Lasuren und Holzschutzfarben gedacht ist. Ist auch passend zu meinem Projekt hier mit einem Zaun gekennzeichnet. Diesen Sprühaufsatz werde ich Ihnen gleich noch näher im Detail vorstellen. Herzstück des ganzen Sprühsystems ist natürlich die Sprühpistole. Hier haben wir auch noch ein paar Rückstände vom letzten Einsatz, bitte ich zu entschuldigen. An der Sprühpistole wird natürlich in erster Linie die Luftmenge eingestellt. Je nachdem, ob ich eine dickflüssigere Farbe verwende, brauche ich natürlich viel mehr Luft als bei einer dünnflüssigen Farbe. Für meinen Zaun benutze ich eher eine wasserartige, ölige Farbe und brauche deswegen viel weniger Luft als bei einer Wandfarbe. Dies ist der Sprühaufsatz, den ich für den Zaun verwenden werde. Hier nochmal im Originalkarton mit der Bezeichnung Wood and Metal, also Holz und Metall, sprich für dünnflüssige Farben und Lacke geeignet, in meinem Fall für die Holzschutzfarbe, die ich verwenden werde. Er besitzt einen 600 ml großen Tank, den ich mal abschraube, und hier sehen wir jetzt das Ansaugrohr. Die Stellung des Ansaugrohrs ist sehr wichtig. Je nachdem, ob wir eine Decke spritzen wollen, dann muss es natürlich nach hinten geneigt sein, damit wir so entsprechend auch noch Farbe aus dem Tank ziehen können. Wollen wir aber mehr neutral, sprich also waagerecht arbeiten oder wie in meinem Fall leicht nach vorne geneigt bei dem Zaun, dann muss es nach vorne geknickt sein. Jetzt setzen wir den Tank mal wieder auf und kommen zu der Düsendichtung. Die Düsendichtung befindet sich hier, wenn wir die Überwurfmutter lösen und die Luftkappe abnehmen, dann sehen wir hier unten drunter befindet sich eine Dichtung, die sitzt entweder hier oben drauf oder in dem Fall hier ist er etwas nach vorne gerutscht. Ich hole die mal hier raus. Und diese Dichtung muss regelmäßig geprüft werden, nicht dass sie verschlissen ist oder gerissen ist oder so stark verschmutzt ist, dass sie nicht mehr abdichtet. Ich setze sie jetzt hier mal wieder auf. Es befindet sich auch eine Ersatzdichtung im Lieferumfang. Hier unten haben wir eine Nase, die über eine dieser Aussparungen natürlich gesetzt werden muss, damit wir auch eine vernünftige Abdichtung hinbekommen. So, Überwurfmutter wieder aufgeschraubt.
Und jetzt kommen wir zur Sprührichtung, die man sich relativ einfach merken kann. Wenn diese beiden Nasen hier nach oben und unten zeigen, dann haben wir den breitesten Sprühstrahl nach oben und unten. Sprich, wir würden also diese Richtung hier sprühen bei dieser Einstellung. Stellen wir diese auf die waagerechte, wollen wir waagerecht sprühen. Beim Sprühen ist es ganz wichtig, nicht so zu sprühen, sondern immer den gleichen Abstand zur Wand oder in meinem Fall zum Zaun einzuhalten. Bei dünnflüssigen Farbenlacken oder im Holzschutzmittel sollte das zwischen 5 und 15 cm sein. Okay, setzen wir mal die Sprühpistole auf. Hier ist es wichtig, dass diese richtig aufgesetzt wird, also komplett einrastet und dann mit einer Rechtsdrehung mit dem Sprühaufsatz verbunden wird. Hier oben stellen wir die Luftmenge ein und hier stellen wir die Materialmenge ein. Sprich, je weiter wir hier die Rändelschraube hereindrehen, umso weiter können wir auch diesen Knopf hier hereindrücken. Ich werde hier eine geringe Materialmenge wählen, weil eben die Holzschutzfarbe doch oder das Holzschutzmittel doch sehr dünnflüssig ist. Nun geht es an die Vorbereitung. Als erstes muss der Zaun angeschliffen werden, damit er die Holzschutzfarbe auch aufnehmen kann. Ich verwende dafür den Makita Winkelschleifer, den ich bereits in einem älteren Video vorgestellt habe. Die Stützen behandle ich mit dem Multitool von Makita und, Sie ahnen es bereits, auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Nun noch den Staub entfernen und als nächstes klebe ich die Stützen mit dem Malerkrepp ab, damit ich sie ohne Rückstände von Spritzen abschleifen zu müssen, zum Abschluss lackieren kann. Das Malervlies verlege ich auf beiden Seiten des Zauns. Das erspart mir Nacharbeiten, wenn das Projekt zum Abschluss kommt. Zusätzlich schütze ich die Gegenseiten noch mit einem Karton, den ich am Zaun festklemmen werde. Das Holzschutzmittel noch gut schütteln und dann wird es in den Tank gefüllt. Nach einer Kontrolle, ob das Saugrohr auch richtig nach vorne ausgerichtet ist, geht es ans Testsprühen. Ja, ich denke ein bisschen weniger Farbe wäre nicht schlecht. Aber ich denke, so soll das gehen. Jetzt kann gesprüht werden. Wie bereits gesagt, ist es wichtig, immer parallel in gleichmäßiger Bewegung zu sprühen. Dann kann auch nichts schiefgehen. Übung macht den Meister und am Anfang tut sich jeder schwer. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei Ihrem Sprühprojekt. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.